Das Leben ist keine einfache Sache, aber manche Momente können vereinfacht werden, wenn man weiß ein paar leichte Tricks. Beim Chipsessen hast du ständig dreckige Finger und passt nur eine Hand in die Tüte rein, beiße die Verpackung und reiße einen Streifen in eine Spirale und mach einen größeren Loch. Jetzt sind deine Hände sauber und es ist bequemer mit deinen Freunden zusammen essen. Es ist peinlich, wenn dein Hosenreißverschluss öfters aufgeht. Nimm einen Schlüsselring, befestige den auf dem Reißverschluss und zieh den über den Knopf. Das war's, du bist wieder einsatzbereit. Beim Duschen musst du plötzlich aufs Klo, aber keine Lust rauszugehen. Kein Problem, mach es einfach in der Dusche, wird sowieso keiner wissen, so spart man Zeit und Wasser. Nimm einen Notizzettel und mach sauber deine Tastatur, du wirst schockiert, wie viel Dreck da drin steckt. Wenn du aus Versehen teure Möbel zerkratzt hast und weißt nicht, was tun soll, um nicht angeschissen zu werden, nimm einen Walnuss, den essbaren Teil, reibe damit beschädigte Stelle, so kannst du die Kratzer verstecken. Wenn beim Kreisezeichen kommt das raus, mach folgendes. Leg deine Hand mit dem Gelenk aufs Papier und rotiere Papier. So bekommst du ein fast perfektes Kreis raus. Wenn du es mit dem Mittelfinger machst, zeichnest du einen kleineren Kreis. Experimentiere, um Praxis zu bekommen und du wirst Erfolg haben. Nach einem langen Tag riechen deine Schuhe unangenehm. Tu die Schuhe in die Plastiktüte rein und lasse die über Nacht in die Gefrierkammer drin. Niedrige Temperaturen werden die meisten Bakterien töten und sie werden viel besser riechen. Du hast die Nase voll von hunderten Tüten in der Küche. Nimm eine Plastikflasche und schneide unten etwas mehr als bis zur Mitte. Rolle alle Tüten zusammen, die du in der Küche hast und die dich stören. Zieh die mittlere raus und stecke es in die Flasche. Es ist gleich praktischer geworden und sie brauchen weniger Platz. Schwarze Tinte ist ausgegangen, aber muss gedrückt werden. Markiere den Text und wähle eine möglichst dunkle Farbe, zum Beispiel dunkelblau. In diesem Fall werden die Tinte verwendet und die Farbe wird sich schwer von schwarz unterscheiden. Wenn die Batterien leer sind und es gibt nur eine neue, mach einen Stock aus der Alufolie und lege statt zweite Batterie rein. Die Fernbedienung wird immer noch ein paar Tage funktionieren, bis du eine neue kaufst. Die Nase voll von Kabelsalat. Kein Problem, du brauchst nur einen Bleistift und gewöhnliches Föhn. Wickle den Kabel auf den Bleistift. Mit dem Föhn machst du ihn gleichmäßig warm, aber vorsichtig, nicht verbrennen. Dann kühle es ab unter kaltem Wasser. Als Ergebnis bekommst du ein kompaktes Kabel, der seine Form hält, nimmt weniger Platz und sieht nur einfach schön aus. Wenn dir das Video gefallen hat, schreibe einen Kommentar und teile es mit den Freunden.